Bibelpop in Mattersburg, ein Rockkonzert aus der Serie Bivolution. Viele interessante Bands aus der Region und aus der weiteren Ferne, hauptsächlich aus Österreich. Sehr viel Spaß, Gutes zum Essen, Gutes zum Trinken und das Ganze unter dem Deckmantel der Burgenländischen Kulturzentren. Auch reifere Semester schauten kurz vorbei und hörten hinein. Wenn wir jetzt mit 47, 50 und noch älter oder noch junggebliebene die gleichen Musikrichtungen für so gut empfinden würden, dann wären wir alle gleich und das wäre auf dieser Welt auch nicht wirklich schön und wünschenswert. Bubble Bob ist voll super, was? Super Atmosphäre, super Wetter heute, die Gewürzklasse, super Bands, super Leute hier. Super, wirklich. Das Gelände finde ich total toll. Eben durch dieses Amphitheater ist also super für eine Band, ne? Und fürs Publikum wahrscheinlich auch, wenn man auch von hinten noch sehr gut sieht. Mit Wiesn würde ich es nicht vergleichen, aber es hat sicher was Individuelles, aber gerade das ist das Schöne daran. Ich finde, dass es unwahrscheinlich wichtig ist für die Gegend, für die jungen Leute. Da haben die wirklich Nachwuchskünstler, Nachwuchsstars auf der Bühne eine Chance aufzutreten. Und das ist also eine Chance, wo wirklich die Jungen auch zum Zug kommen. Ich finde das toll. Zum Zug kamen auch Olestra aus Siegles. Schweinerock, Rocky-Tete ist voll super. Für uns alte Hunde ist jeder Gig wichtig, dass wir spielen können. Es ist super, dass einfach ziemlich viele Bands halt zusammenkommen und miteinander spielen. Und wir sind in der glücklichen Position, dass wir als Letzte spielen dürfen. Was spielt ihr? Schweinerock. Schweinerock? Sagt doch nichts? Wie die Schweine rocken quasi. Schweinerock kann man nicht erklären. Schweinerock ist super. Schweinerock ist zum Hupfen und Springen. Und zum laut mitsingen. Und bist du auch so jemand, der so eine Luftgitarre spielt? Manchmal schon, ja. Manchmal. Nicht so. Wirklich? Ja. Bist du da gut drin? Nein. Das ist ein Begriff, der aus den 70er Jahren kommt eigentlich. Und du kennst es? Aber ja, natürlich. Und es ist, sagen wir mal, die letzten 3-4 Jahre wieder sehr, sehr stark aufgekommen. Und das meint hauptsächlich, dass man richtig kräftig in die Gitarrenseiten greift und eine drischt. Und das geschah auch beim Pappelpop-Konzert, bei dem die junge Band ordentlich einheizte. Olestra aus Siegles, voll super. Voll super? Ja, voll super, ja. Die sagen, sie spielen Schweinerock, ich verstehe das nicht. Ja, Schweinerock ist Rockettete, aber Olestra ist voll sexuell. Und Olestra verrieten uns am Ende noch ein Geheimnis. Dass wir sie in noch einem Konzert traditionell auflösen werden wieder, so wie jedes Jahr. Aha, ist das ein PR-Gag oder was ist das? Nein, das ist wirklich ernsthaft. Also, aber meistens finden wir dann wieder zusammen. Wollte ich nur angebracht haben. Danke.